12 Stück, ja. Schnecken. Wer mag Schnecken? Die Kinder mögen es auch. Du auch, Louis? Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Gerade sind wir wieder beim Lidl einkaufen und deswegen gibt es heute für euch ein Lidl Haul. Es gab wieder ein paar Produkte kostenlos und mit eins fangen wir direkt an. Und zwar ist es hier dieser Käse. Es war entweder Käse oder Schinken. Ah, okay. Ja. Den haben wir, glaube ich, auch schon mal gehabt. Ich glaube auch. Der ist sogar Veggie, steht da hinten. Ach, echt? Oder? Das ist von deren Marke. Stimmt, hier steht, es ist vegan. Vegetarisch. Vegetarisch, ja. Ja. Und das Lustige ist, dass der Jan auch gestern zu mir meinte, Mama, wann kaufen wir denn wieder dieses Käse mit den Löchern, ne, Schatz? Ja. Und ich meinte noch zu ihm, okay, darfst du nicht vergessen. Denk dran, dem Papa das zu sagen, weil, ne, ich versuche natürlich auch mit dran zu denken. Ich wusste das ja gar nicht. Und jetzt gerade, als der Carlos reinkam mit der Tasche und sagte Gianno, oh, Papa hat das gekauft. Er dachte, ich hätte dran gedacht. Ja, gab's kostenlos. Er meinte auch noch, das mit den Trauben vorne. Also, richtig cool. Ja, das ist toll. Ey, Baby! Ey! Luisa. Fettarme Milch. Hast du da jetzt nur eine mitgebracht? Weil die hier ja, so liegt? Ja, nur eine. Okay, einmal eine Milch. Ich wusste nicht, wie viele wir haben. Ja. Und ja. Trauben. Sehen die denn gut aus? Sind das die gleichen wie letzte Woche? Weil die von letzte Woche waren ja richtig lecker, ne? Ja, die waren gut. Also ich fand die richtig lecker. Die waren aus Südafrika, oder wie war das? Ja, das ist. Ne, das sind die. Richtig lecker, also kann ich empfehlen. Erdbeere, richtig gut. Die riechen auch gut. Ja. Letzte Woche schon. 2,20 Euro? Ja. Okay. Wie viel ist das? 500 Gramm? Ja, warum nicht? Essen die Kinder halt total gerne. Ich esse die auch sehr gerne, aber ich esse die eigentlich schon nicht, damit die Kinder mehr haben. Beziehungsweise probiere dann nur so ein kleines Stück, ne? Ja, die will ich das sehr, ne? Ja, wir haben die früher auch mal gegessen, als wir noch keine Kinder hatten, weißt du noch? Immer so eine Schale gemacht mit lecker Sahne. Ja, stimmt. Wir haben ja im Sommer immer so viele Erdbeeren. Also ich freue mich da nochmal. Das ist so schön. Die Kinder pflücken mit. Und so ab Juni, ne? Nicht schon vorher? Ende Mai manchmal, je nachdem wie warm es ist. Ja, je nachdem wie warm es ist. Letztes Jahr war es ja so, es war ja nicht so warm. Es kam Erdbeere, dann nicht. Und dann kam tatsächlich nochmal so 10, ne? Hatten wir da nochmal so irgendwie lustig. Ja, im September oder was. Richtig cool. Bananen, sind das die gleichen? Ja. Die sind grüner wie die. Ja, die sind aber unterschiedlich. Manche sehr gelb, manche grün. Ja, naja, Bananen hat man, glaube ich, gar keine mehr da gehabt. Dann eine Paprika, oh, die sieht aber auch nicht mehr so gut aus. Eine rote Paprika. Ja. Thunfisch, oh mein Gott, das haben wir auch oft eingekauft. Das ist für mich. Ja. Danke. Mexican, das ist mit Bohnen, Mais und Paprika. Die habe ich früher mal gerne gegessen, so für zwischendurch, halt, wenn ich gearbeitet habe oder wenn ich alleine war. Ja, wenn es halt schnell gehen musste, ne? So sehen die aus. Waren die im Angebot? Was? Der Thunfisch. Ja, war im Angebot. Mhm, richtig cool. Da gibt es auch verschiedene Varianten von, ne? Mit verschiedenen Gemüse und so. Dann haben wir hier ein Baguette. Der hier ist wirklich sehr, sehr lecker. Also den kann ich empfehlen, weil der kostet auf jeden Fall unter einem Euro, meine ich. Der ist richtig lecker. Dann haben wir hier ein Energy Wild Power. Der war kostenlos. Hat Pfand, oder? Ja. Ach hier, ganz groß, ja. Der war kostenlos. Ich mag richtig cool, dass wir wieder... Ja, ich mag sowas wirklich. Aber richtig cool, dass wir jetzt immer wieder so, also jede Woche mega viele Rabatte und, ne, weil einmal gingen wir ja nicht hin und dann war das irgendwie so durcheinander. Man musste irgendwie zwei Wochen waren wir, glaube ich, oder so, ne? Ja. Carlos hat es diesmal richtig gemacht. Toast, Brot, Milchbrötchen, Schokobrötchen, alles schön oben. Hast du an mich gedacht? Ja? Dachst du dir, oh, die müssen nach oben, also zum Schluss aufs Band? Ja. Sonst muss ich mir zu Hause was anhören von der Frau.
Obwohl, es scheint so, als wäre es erst unten gewesen. Und nein, nein, sie war wirklich da. Nein, nein. Manchmal ist schwierig, denn je nachdem, wie die das auch geben. Ich glaub, das hätte ich spüren müssen. Nein, nein. Ich mach das ja direkt da rein, deswegen. Ja, weil wie ich die immer raus, weil der Carlos tut die sonst immer gerne ganz, ganz unten. Dann sind die so platt und die Kinder, die schimpfen dann immer, ne? Ja. Ja, Toastbrot sieht super aus, da er oben lag. Genauso wie auch hier Schokobrötchen hat man jetzt auch nicht mehr da gehabt. Er will mal was holen. Was möchtest du holen, Schatz? Wal? Wo ist denn der Wal? Wo? In seinem Zimmer. Ach so, da kannst du doch hingehen, ist doch nicht schlimm. Dann haben wir hier Kirschbonbons. Ja. Kostenlos. Ja, die waren kostenlos. Redest du nicht. Auch die waren kostenlos. Genau, es gab einmal Zitrone auch kosten. Waren auch kostenlos. Minze gab es auch. Da gab es so zwei, drei Sorten. Okay, du darfst es aussuchen. Ja, also auch letztes Mal schon. Ja. Okay, was kosten die normalerweise? 89 Cent, 250 Gramm. Der Käse ist 1,60 Euro. 1,60 Euro? Der war komplett kostenlos. Und die Dose, 32 Cent, glaube ich. 32? Okay. Oh, Zwieback hast du dran gedacht. Sehr gut, hatten wir nicht mehr. Jan hat nämlich dran gedacht. Papa hat an Zwieback gedacht. Zwieback haben wir wieder im Haus. Habe ich ja gerne im Haus. Also Zwieback ist eine Sache, ne? Die habe ich immer gerne zu Hause. Und da kaufe ich ja gerne direkt eine neue, wenn ich weiß, dass die angebrochen ist. Das guckst du so, bis die haben, oder was? Okay. Mhm, dann hier. Gleich. Aber der Papa kann dir gerade nicht helfen. Wartest du kurz? Gleich, ja. Käse darfst du auch gleich haben. Gleich, ja, nur 5 Minuten, Terine. Hühner, Nudel, Topf. Das war der einzige, den wir hatten. So was haben die fast gar nicht. Haben sie auch nicht viel Auswahl, nee, ne? Erstmal ganz, also im Angebot oder nicht? Aber hier an Mutamini, das ist auch die normalen, aber die hatten nur die kleinen. Die Originalen. Ja, die hatten aber nur die, deswegen. Das sind die Originalen. Ich weiß. Achso. Nee, ich freue mich nur, weil Carlos hatte die letzten zweimal oder einmal. Das stimmt. War nicht original. Also diese anderen mehr nach Nuss oder was. Ja, richtig gut. Und warum machen jetzt die kleinen Einkauf? Weil es die anderen nicht gab. Die waren auch reduziert, aber ich nehme ja lieber die Dose. Also irgendwie nimmt, kauft er immer sehr gerne diese Minis ein. Mundgerecht. Ja, jetzt sage ich das. Für die Arbeit oder was? Nö, einfach so. Okay. Die sind ja echt Mini. Ja, aber ich dachte, das. Achso, das sind die gleichen Äpfel wie letzte Woche. Ja? Nee, ich glaube, das sind andere. Nee, weil die anderen, die waren, die sind richtig lecker gewesen. Ja, die waren auch sehr teuer. 2,99. Die haben 1,12. Okay, die sehen so aus, wie vom letzten Roll. Die waren richtig lecker. Die waren so, die waren nicht so weich und alt wie so ein alter Baum, weißt du? Die waren richtig süß, sauer. Also sehr ähnlich wie die Pink Lady. Fand die wirklich richtig gut. Wer will die ihm doch, ist doch nicht schlimm. Mal gucken, wie die schmecken. Die waren jetzt auf jeden Fall günstiger. Ist so ein Ganzen. Also dann hat er hier diese Chips angekauft, da hatten wir jetzt nicht mehr viel von. Die Kinder essen gerne. Und ich auch. Ist auch ein Was ist mit unserem Reis hier los? Gab es im Angebot ja, oder umsonst? Wir hatten ja gar keinen Reis. Okay, Carlos ist eskaliert. Ach stimmt, wir hatten ja auch, aber hast du auch den normalen eingekauft? Nee, da haben wir aber nichts Gutes. Ich mag okay. Den Reis nicht von. Also, der hier, Basmati-Reis. Der schmeckt richtig gut, Leute. Wirklich. Den kann ich sowas von empfehlen. Der ist in nur 2 Minuten gemacht. Es geht richtig schnell in der Mikrowelle. Und der schmeckt einfach wirklich gut. Und Carlos hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was kostet denn einer? 1,20 oder was? Hier bleibt liegen. 1,20? 1,29 mittlerweile. Also wenn man so überlegt, ist ja also gar nicht Angebot, im Angebot. Ist ja eigentlich gar nicht so teuer, weil guck, hier ist so eine Packung, sage ich mal, für 2 Euro. Ja, und mit so einer Packung kannst du auch 5-mal von essen. Machen. Wie? Das ist so wie 5 Packungen davon mindestens.
sag ich ja gerade. Ja, und dann sind das schon. Dann will ich ja sagen, 1,20 ist dann in dem Vergleich ja doch viel teurer. Aber auch viel weniger Aufwand. Das ist es. Ja, deswegen sage ich ja den Leuten, also richtig lecker zu empfehlen. Nur für schnell. Nur muss man überlegen, lohnt es sich. Also, aber das ist doch der einzige, der wirklich gut ist. Ne? Ja. Die anderen schmecken nicht. Von deren Marke auch, ne? Ja, nee, der andere, doch, diese Mexikan schmeckt auch. Ja, aber ich meine generell andere Marken. Ja, also, ich weiß noch, in der Schwangerschaft bei Diana habe ich dieses Mexikan, dieses etwas schärfere. Das mag ich auch sehr gerne, ja, aber das habe ich schon länger nicht gesehen. Von deren Marke sind fast alle. Nee, ich mag die anderen nicht so. Ja, andere. Die schmecken nicht wie normaler Reis, die sind dann so komisch. Ja. Also wir haben nicht nur diesen Reis, wir haben auch normalen Reis. Da eigentlich. Jetzt ist der ausgegangen. Muss man mal gucken, da kaufen wir ja auch mal ein bestimmt. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Also ich mag Oran oder ich weiß nicht. Den habe ich schon immer gekauft. Kinder essen den Käse. Nüsse für ja, Arbeit zwischendurch und so nimmt der Carlos halt sehr gerne mit. Dann hat der Carlos Eier eingekauft. Diesmal die M-Größe bis zweite, dritte. Sehr gut. Angebot, im Angebot, okay. Ach, mit der App, genau. Carlos benutzt die App. Ich gucke einmal durch. Letzte Woche war ja lustig. Ich dachte nicht, was wackelt das so? Ich habe geschaut, es war eine Größe von S. Da brauchtest du gar nicht die Eier einmal durch anzufassen, sondern einfach nur so ein bisschen zu schütteln. Da hast du gesehen, ob sie sich bewegen oder ob sie da hacken, ne? Ob die kaputt sind. Ja, die waren wirklich mini. Ich habe noch nie so kleine Eier gesehen wie letzte Woche. Ich vergleiche ja nie die Eier, aber das war wirklich... Hast du gar nicht, die waren wirklich da drin. Du hast nur so machen müssen. Ach, hast du die gekauft? Das ist richtig gut, die Kinder. Ja, es gab leider nur diese Farbe. Waren die denn im Angebot? Ja. Das ist ja nur light, oder nicht? Nee, das ist würzig, oder? Ach, würziger. Ja, ja. Es gab auch schwarz, aber bei schwarz habe ich irgendwie immer so Bedenken, aber eigentlich ist es zwischen noch gut. Was ist das denn? Hast du nicht gelesen? Das ist ja nur verschiedener Käse. Das ist hier... Keine Ahnung. Darf ich mal zeigen? Wir reden gerade über Babybell und es gab schwarze Babybell. Ja, es gibt noch nicht gesehen. Es gibt hellblau, rot und hellblau ist weiß. Ah doch, kenne ich. Blau, rot, das und schwarz. Schwarz habe ich noch nicht. Musst du mal kaufen, Nico. Und wann Angebot? Ja, und schwarz war auch da. Nur die und schwarz. Jetzt mal schwarz auch mitnehmen müssen. Hätte ich gerne probiert. Was hast du hier? Pizza? Die muss aber schnell in den Kühlschrank. Oh, die ist aber auf. Thunfisch mit Zwiebel, ja, richtig das lecker. Hast du für mich gekauft? Die mag ich, ja. Vielleicht tust du die Louis? Nein? Okay, ich beeile mich. Mousse, Schokolade. Bitte achte. Achte bitte. Schaut so aus, hatten wir ja schon Karamell. Auch. Mousse auf Karamell. Aha. Was ist mir hier? Dann haben wir hier Dani Sahne, Schoko, Vanille. Magst du ja sehr gerne, ne? Der Carlos, der liebt die. Bei mir so, es geht. Und bei den Kindern, alles was mit Schokolade ist, lieben sie auch und wollen sie auch immer essen. Oh mein Gott, bei sowas freue ich mich ja immer. Wobei das ja immer Schweinefleisch ist, ne? Ja. Aber die scheinen anders zu sein wie die anderen. Oder sind das genau die? Sind das die gleichen wie von letzter Woche? Nein. Etwas das war ja nicht von Lidl. Giallo. Ach, es war gar nicht von Lidl. Ja. Aber die Marke hatten wir schon mal auf jeden Fall. Ich will aber hier was essen. Die esse ich sehr gerne. Dann haben wir hier Flammkuchen-Schnecken mit Frühlingszwiebeln. Das sieht so gut aus. Hast du die denn gehört? Das war geil. Das sah aus. Ja, finde ich auch. Morgen früh oder so. Ja. Schoko Fresh. Richtig lecker. Oh mein Gott, die sind richtig lecker. Ich hab's hier wieder. Angebot? 1,49 Euro. Okay, aber lohnt sich voll. Ich wollte ja schon immer selber machen, ne? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, man kommt in letzter Zeit zu gar nichts, weil die Woche so schnell rum ist. Die Zeit, die rennt momentan so krass. Also Joghurt hast du hier. Gab es nicht auch einen Joghurt kostenlos, sagtest du? Nee, die waren, Angebot. Im Angebot. Also 50% oder was? Durch die App oder generell? Durch die App. Dann hat er hier Zwiebel-Mett-Wurst. Das ist der Carlos ja gerne. Hast du für mich auch Lachs gekauft? Nee. Und diesen anderen Lachs, den normalen. Das ist nicht so. Okay, Creme Fraiche. Ja, das brauchen wir. Monte, gab's meine Monte nicht? Nee, leider nicht. Die gab's. Ich sehe da was. Ah, mein Auge. Was ist? Monte, vielleicht erinnert ihr euch, war das letzte Woche Moni davor, ne?
da hat er 3-4 Mal Monte in Weiß gekauft und ich sagte noch zu ihm, warum hast du nicht mehr geholt, weil ich weiß, die kommen einmal, dann kommen sie nie wieder. Und die waren so lecker und den Kindern hat es auch sehr geschmeckt und somit hatte ich am Ende gar nicht mehr so viel. Ja, diesmal gab es nur die ja. Richtigen. Oh mein Gott. Ja. Schneckis! Schaut mal, Schnecken! Waren sie im Angebot? Die sind richtig die, lecker. Nee, 2,50 kosten die immer da, aber es gibt 2,50? Das ist wenig. Ich weiß. Also ich habe ja immer beim Real 5 Euro, glaube ich. Die waren genau 5 Euro immer. Aber ich glaube ein bisschen mehr drin, oder? Nee, genau so wirklich. Ja. Nee, genau so, war nicht mehr. Die haben wir ja schon mal gehabt. Ja, 12 Stück, ja. Schnecken. Wer mag Schnecken? Ich. Die Kinder mögen es auch. Du auch, Louis? Meine Luisa. Was ist das denn? Ja, ganz, ja, ganz scharf, ne? Ich glaube, durch diese Creme wird es wieder nicht so. Ist milder? Ja. Mal gucken, es fühlt sich scharf an. Ja, mein Schatz. Eine Schnecke ist doch mal nicht rausgegangen. Ja, das stimmt. Dann wird es schwierig, die wollte nicht gegessen werden. Ja, immer schwer rauszuholen. Ja, dann Pizzateig. Ja, und sind die gehen da auch nicht raus? Die Tomatensauce. Eine Quittung. Ist das die Quittung? Ja, geht aber. 99. Oh, was hast du denn hier gekauft? Im Angebot. Oh. Ja, das ist interessant. Das muss heute gegessen werden. Ja. Forelle. Oh mein Gott, guck mal, Kinder. Wer isst den Kopf? Ihre Blicke. Kartoffeln sind auch dabei, ne? Ja. Das ist direkt so eine ganze Schale für 2 steht da. Bäh. Ich glaube, das war noch von Valentinstag. Rosmarin liegt hier drin. Das ist ja auch ein Herz. Ach, für 2. Papa, schaut mal bitte. Ja, wir essen Papa muss das essen. Mama und Papa essen das hier. Ist dann mache ich was anderes. 50%. Cool, oder? Ich finde es cool. Mal gucken, wie das schmeckt. Den Kindern hat es jetzt gerade gar nicht gefallen. Eine Ofenforelle. Ja, ein bisschen Pommes dazu mit Ei. Freut sich. Ja. Emilie, ihr könnt auch gerne mal ein bisschen probieren. Das schmeckt gut. Aber das weißt du doch noch gar nicht. Dann hat er mir hier 3-mal Putenbrust eingekauft. Beim Angebot. Oh mein Gott, richtig lecker. Mal gucken, ob die bis nächsten Samstag ausreichen. Warte. Ja. Das ist mir eben gefallen, das ist der Reis. Dann haben wir hier Rinderhackfleisch. Oh, mein Akku ist leer. Mein Akku ist leer. Salami hat man gar nicht mehr. Jan wollte mir Salami gehabt haben. Flügelsalami, was haben die gekostet? 1,79 kosten die. Oh, die sind aber teuer, ne? Ja, aber es ist Normalpreis. Ja, Normalpreis, ich weiß. Und gab es den nicht umsonst? Nee, Quatsch. Nee, den brauchen wir für ein Gericht. Da wollten wir dieses Carbonara machen, ja. Und zweimal Geflügelwurst. Essen die Kinder ja sehr genau. Oh Gott, hier sieht es wieder aus. Oh mein Gott. Soll ich schon mal hier dann Garnelen, die etwas größeren wieder, ja, die Partygarnelen. Die waren doch so viel teurer jetzt. Ja. Oder waren die im Angebot? 2,19 sind die jetzt. Ah, okay. Ja, vorher 1,90, ne? Gouda, geriebener Käse. Das Video geht schon 19 Minuten. Guck mal, hier nächstes Mal. Gesalzene gratis. Butter. Was gibt es nächstes Mal gratis? Wiener Würstchen oder Rahmgemüse. Sehr gut, habt ihr gehört, für nächste Woche. Und das letzte ist doch das letzte. Sonnenblumenöl. Dann sind wir durch, hat mir nämlich auch nicht mehr gehabt. Ja, macht noch ruckellos. Ja, aber mein Akku ist leer. Ja. Komm, beeil dich, Jan, damit wir das noch schön. Ah, das dauert beim Jan immer so lange. Ich habe noch 3 Packungen. Beim Angebot? Ja, die waren 69 Cent, war jetzt nicht so krass reduziert, aber okay, aber haben wir gebraucht, ne? Ja, ich habe 3 Packungen genommen. Richtig gut, richtig gut. Die sind davon. Deswegen habe ich ja auch 99 Euro bezahlt. Oh, XXL. Ja, haben wir uns Pfand noch abgezogen, also. Ich habe schon einiges gekauft. Über 100 Euro. Ja, eigentlich. XXL Haul. Weil wir ja sonst nie so viel zahlen. Aber klar, wenn Getränke dabei sind. Wobei es jetzt auch nicht viel, ne? Bei Getränken. Und?
Pommes. Die Pommes, die wir mal nehmen, 20%. 20%, richtig gut, ich lag ein. Ja, das war's zu diesem Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns mal wieder. Tschüss.